Ja, liebe Freunde des paralympischen Sports, wir sind hier in Frankfurt bei der zweiten Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis. Meine Gäste heute, der Thomas Brüchle und der Karl-Heinz, genannt Charlie Weber. International erfahrene Rollstuhl-Tischtennisspieler. Ja, Thomas, du warst ja auch bei den Paralympics, aber ich habe jetzt auch gesehen, du hast hier auf internationaler Ebene, spielst du auch Rollstuhl-Tischtennis mit einem Franzosen. Erklär mir mal, wie das geht jetzt, ein Deutscher und Franzose auf internationaler Ebene. Also normalerweise spiele ich natürlich mit einem Deutschen. Priorität liegt auf, eben für die Großereignisse einzutrainieren, das Team. Aber es war kein anderer Deutscher da und ich bin mit dem Franzosen befreundet und deswegen habe ich mit dem gespielt. Sehr schön. Und erfolgreich auch? Ja, wir haben Silber geholt, das erste Mal zusammen gespielt, aber war erfolgreich, ja. Was dann Amtssprache? Dinglisch und okay. Eine Mischung aus Französisch und Englisch. Also, ja. Man versteht sich mit Händen ja. und Füßen. Okay. Ja, Charlie, du kennst ja den Thomas auch schon eine Zeit lang. Du bist Co-Trainer der Nationalmannschaft im Rollstuhl-Tischtennis. Wo sind so seine Stärken und Schwächen? Plaudere doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ohne ihn hier bloßzustellen. Ja, ja, ich denke sicher, seine Stärken sind im Blocken, ja. im Gefühl für den Ball. Schwächen würde ich sagen, er spielt ja als Fußgänger, also gegen Fußgänger. Mhm. Und ich glaube, das ist dann ein anderes Spiel, ja. sich da immer umzustellen zwischen Rollstuhltischtennis gegen Rollstuhlfahrer und Rollstuhltischtennis gegen Fußgänger. Ja. Da sind, glaube ich, so kleine Lücken, die man vielleicht füllen könnte. Ja, müsst ihr noch hart trainieren. Du warst ja selbst 92 bei den Paralympics. Inwieweit hat sich jetzt der Sport entwickelt von deiner Zeit, zu deiner Glanzzeit als Spieler? Du bist ja immer noch ein guter Spieler. Ja, es gibt Spieler in der Nationalmannschaft, die sagen, ja, Charlie, zu deiner Zeit haben wir noch mit der Bratpfanne gespielt. Ja, also klar, es hat sich verändert, athletischer geworden. Ja. Und heute ist das nicht mehr zu vergleichen mit dem Tischtennis, was früher war. Gab sicherlich auch gute Leute. Mhm. Aber es war eben nicht so professionell, wie es heute international auch ist. Okay. Ja, Thomas, du hast, Charlie hat es gerade gesagt, du spielst auch bei den Fußgängern mit. Erklär doch mal dem Otto-Normal-Zuschauer, wie das funktioniert. Also deine Gegner sind dann Fußgänger und du sitzt im Rollstuhl. Ja, oder? Ich komme halt aus Lindau und in der Nähe von Lindau gibt es eigentlich keinen Rollstuhlverein. Ja. Deswegen habe ich von klein auf gelernt, mit den Fußgängern zu spielen, nicht Behinderten. Spiele da ganz normal Verbandsklasse. Ja. Und natürlich ist der Sport viel athletischer, aber ich sage immer, etwas weniger mit dem Kopf. Also zwischen Rollstuhlfahrern spielt man schon auf die Behinderung, auf die Schwächen. Ja. Und der nicht behinderten Bereich, die leben eher von der Athletik, Dynamik, von der Schnelligkeit. Was hast du jetzt mitgenommen aus dem Fußgänger-Tischtennis? Gibt es da irgendwas, was du dann auch nutzen kannst für den Rollstuhl-Tischtennis? Ja, natürlich. Also natürlich die Antizipation, weil es halt viel schneller ist. Da kann man natürlich schon viel mitnehmen, auch das... Wie Charlie gesagt hat, ich bin eher so der Block- und Konterspieler. Okay. Und da hat man halt viel höhere Reaktionsgeschwindigkeit wie jetzt im Behindertensport. Okay. Charlie, an dich die nächste Frage. Wo steht eigentlich der deutsche Tischtennis, also der Rollstuhl-Tischtennis international? Also ich kenne jetzt nur aus dem Fußgängerbereich Klassiker wie Timo Boll und die ganzen Chinesen. Im Rollstuhl-Tischtennis, wie ist es da? Wer ist denn da so die Top-Teams, die Top-Spieler? Also ich denke schon, dass wir in gerade in der Wettkampfklasse 3, wo Thomas spielt und Thomas Schmidberger, dass wir da in der Welt dominant sind, ganz klar. Wir haben mit Valentin Baus ein super, super Talent, auch noch jung, amtierender Vize-Paralympicsieger, Sandra Mikolaschek. Wir haben schon Leute, Steffi Grebe im stehenden Bereich, die international vorne mitspielen können. Aber wir haben natürlich den Nachteil gegenüber anderen Ländern, dass wir nicht so viele Trainingscamps haben, nicht so wie Thomas, einfach Beruf frei machen können, ein halbes Jahr trainieren. Da liegen, glaube ich, unsere Probleme. Ja, Thomas, Charlie hat es gerade gesagt, Thema Beruf. Von was lebt so ein Paralympics-Teilnehmer wie du? Ja, ich bin von Hauptberuf oder hauptberuflich Lehrer an der Werkrealschule in Kressbronn. Ja, und das ist mein Fulltime-Job und die Zeit, wo ich halt dann frei habe, wie Ferien oder Wochenenden, verbringe ich halt dann in der Halle. Okay, wir sind ja heute hier in Frankfurt. Ich habe gelesen, du hast ja auch in Frankfurt selbst Bundesliga gespielt. Jetzt habt ihr in Convestheim gemeinsam was aufgebaut. Was ist so das Ziel? Ja, ich habe 4 Jahre für den RSC Frankfurt gespielt, weil das war der erste Verein, der mich gefragt hat. Wollte aber einfach näher zu meinem Heimatort was machen. Und dann kam eben das Angebot von Salamander Convestheim. Ja. Und dann mussten wir ganz unten starten in der Regionalliga.
Und das Ziel ist jetzt eindeutig, da fehlt jetzt noch ein Spieltag Bundesliga. Ja. Und dann auch diesen Top-Favoriten Borussia Düsseldorf ein bisschen zu ärgern. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Diese Fußgänger bereisen ja auch richtig gut, Düsseldorf. Gibt es da irgendwie, trainieren die gemeinsam? Oder ja, was die sind im Leistungszentrum okay. in Düsseldorf und haben natürlich da super Voraussetzungen. Ja. Die haben wir jetzt unbedingt im Süden noch nicht, mhm. aber vielleicht ja mal irgendwann. Okay, ungeschlagen seid ihr jetzt, ne? Im Süden, richtig? Ja, wir sind okay. schon deutlich an der Tabellenspitze ja. und sind noch ohne Punktverlust und es wird ja. wahrscheinlich auch so bleiben. Okay, Charlie, ich habe gelesen, du gehst auch an die Grundschule. Warst jetzt im Dezember warst du da gewesen, das heißt den Kindern in der Grundschule, wie Rollstuhl, Tischtennis funktioniert, wie wird das aufgenommen von den Kids? Ja, also ich habe meine Zielgruppe jetzt meine Aktivitäten ja. wesentlich mehr in Richtung Nachwuchsarbeit ja. auch gemacht, auch zum Beispiel an den Grundschulen oder überhaupt an Schulen ja. zeigen, wie Behindertensport funktioniert und das macht riesig Spaß, den mhm. Kindern macht es riesig ja. Spaß und die Kinder verlieren auch Berührungsängste ja. gegenüber Rollstuhlfahren und ich glaube, das ist enorm wichtig. Ja, ich habe gelesen im Artikel im Internet, glaube ich, stand es drin, die fragen sich dann, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Ne? Ja. ja. Da kommen eben ja. von Kindern kommen ja. eindeutige Fragen. Ja. Und ich finde das immer klasse, ja. wenn man da drüber reden kann. Mhm. Und die Kinder sind dann total unkompliziert. Ja. Und ich liebe gerade diese Arbeit mit Kindern. Okay. Was müsste deiner Meinung nach passieren, um den paralympischen Sport oder den Rollstuhl Tischtennis noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken? Ja, ich denke auf jeden Fall, man müsste wirklich mehr auch darüber informieren, die Bevölkerung. Ja. Das ist nicht einfach, ja. aber wir selber müssen uns auch noch mehr engagieren, mhm. dass wir gerade das, was wir jetzt mhm. gerade machen mit unserer Agentur, noch mehr raustragen ja. und dann wird auch das Interesse mehr geweckt. Ja, Thomas, du warst nur unterwegs, habe ich gesehen hier in meiner Recherche, von Empfang zu Empfang nach den Paralympics bist du gegangen, hast Training ein bisschen sausen lassen, warst hier beim Seehofer, beim Bürgermeister in Lindau, wie war das so? War es schon so ein bisschen Fame? Nee, also das Training sausen lassen habe ich natürlich nicht, ja. sondern das Sportliche steht im ja. Vordergrund. Aber das ist schon so, alle vier Jahre, wenn man die Gelegenheit bekommt, andere Sportler auch nochmal zu treffen, ja. dann aber auch politische Größen zu treffen. Mhm. Ja, das ist schon auch so ein Respekt und für die getane Arbeit und ja. das ist schon schön, also mal in München zum Herrn Seehofer zu gehen oder ja. dann natürlich auch im Heimatort zum Bürgermeister, wenn die sich ja. die Zeit nehmen und auch alles verfolgen, das zurückzugeben. Okay, lass uns mal kurz zurückkommen auf Convestheim. Was genau ist euer Ziel neben dem Aufstieg perspektivisch und Düsseldorf eben zu ärgern? Ja, natürlich schon auch diesen Rollstuhl-Tischtennis-Sport ja. mehr in den Vordergrund zu bringen. Mhm. Convestheim spielt selber im Nichtbehindertenbereich schon Regionalliga, ja. Ist auf dem aufsteigenden Ast und da wollen wir als Behindertensportler auch nachziehen und auch die Leute informieren, wie funktioniert das, ja. was können wir leisten. Ja. Ja. Ich habe gesehen, du hast ja auch hier mit Kollegen Schmidberger, habt ihr ja Paralympic Silber gewonnen, mein Videomann, der Uli hat das auch alles schön in Bildern festgehalten. Jetzt habe ich gesehen, in Las Vegas hast du dann auch gegen ihn gespielt. Was geht da in dir vor? Nichts Besonderes, dieses Gegner wie jeder andere auch, oder? Nee, also der Tom und ich, wir trainieren sehr viel ja. zusammen. Wir spielen sehr oft im Jahr gegeneinander, also auch bei deutschen Meisterschaften. Ja. Kennen uns sehr gut, funktionieren auch als Team sehr gut. Und hast du schon, wir kennen uns halt in- und auswendig. Und deswegen macht es schon ein bisschen schwerer als gegen andere Gegner. Ja. Und auch so manchmal fehlt halt so diese 2% Aktivität, okay. weil man sich halt ja. schon sehr schätzt und respektiert ja. und natürlich auch in- und auswendig kennt. Okay. Ja, Charlie. Gibt es noch irgendjemanden, den du Danke sagen willst, der jetzt dich all die Jahre begleitet hat? Gibt es eine Frau Weber oder sowas? Gibt's die? Ja, es gibt eine Lebensgefährtin, okay. Eva Bornemann. Ja, ja, ihr kann man auch Danke sagen, ja. jetzt auch für die Arbeit in der Agentur. Ja. Und natürlich früher, meine früheren Sportkameraden, als ja. ich zu meinem Rollstuhl gekommen bin, mhm. die waren diejenigen, die mich wieder zum Rollstuhlsport, zum Rollstuhl-Tischtennis ja. gebracht haben, weil meine Perspektive lag damals in erster Linie auf Rollstuhl-Basketball, ja. weil ich in der Klinik nicht mehr das Tischtennis spielen konnte, was ich früher gespielt habe. Und ja. da habe ich die Lust am Tischtennis zuerst verloren gehabt. Okay, ja, schön. Und super. Möchtest du dich noch bedanken bei irgendjemandem?
Ja, natürlich. Also die Familie ist schon sehr wichtig. Meine Eltern, mein Bruder, mein Freundeskreis, die das natürlich voll unterstützen, mich unterstützen, Dinge abnehmen. Natürlich mein Heimatverein bei den Fußgängern, Deutschlried. Ja, aber auch so ganz viele drumherum, also auch vom Nationalteam oder SV Salamander Convestheim oder eben auch, hier sieht man es, Inosis, die uns einfach unterstützen, weil Geld verdienen damit ist halt schwer und muss man schon sehr viel investieren und das ist schon gut, wenn man unterstützt wird. Sag uns noch in einem Abschlusssatz, warum Rollstuhl-Tischtennis sexy ist und sich noch mehr Leute, ja nicht nur wegen dir, sondern warum man sich es auch mal angucken sollte, live und in Farbe bei einer schönen Tasse Kaffee und belegten Brötchen. Ja, weil wir einfach auch richtig guten Sport bieten. Ja. Nicht so dynamisch von der Beinarbeit natürlich, sondern aber anders. Viel, viel schneller, viel taktischer und schon auch guten Sport liefern. Ja. Okay. Ja, Charlie, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Dir natürlich auch. Weiterhin viel Erfolg für das, was ihr macht in Convestheim, aber natürlich auch auf internationaler Ebene, dass ihr die deutschen Fahnen hochhaltet auf den Bühnen dieser Welt. Bleibt gesund. Vielen Dank und liebe Zuschauer, wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ja, ciao. Danke auch von uns.